In diesem Video wird es jetzt richtig spannend, denn wir schauen uns zum ersten Mal Keyframes an, also wie wir einzelne Clips animieren können. Wir haben im letzten Video bereits einen näheren Blick auf unsere Effekteinstellungen geworfen. Die sind hier oben geöffnet. Du kannst sie auch einfach über Fenster und dann Effekteinstellungen wieder öffnen, falls du sie gerade nicht finden kannst. Und wir haben uns all diese einzelnen Positionen angeschaut. Und die sind extrem wichtig. Wenn du das letzte Video nicht gesehen hast, schaust dir unbedingt zuvor nochmal an. Das ist die absolute Basis für das, was wir jetzt machen, und zwar Keyframes zu bestimmen. Und übrigens, bei den Effekteinstellungen haben wir hier so ein bisschen wild rumgespielt. Um das wieder rückgängig zu machen, kannst du einfach hier oben so einen Effekt-Zurücksetzen-Pfeil klicken. Und wir sind gerade bei Bewegung, also werden alle Effekte zur Bewegung zurückgesetzt. Zack. Hier haben wir auch ein bisschen drum experimentiert. Ich setze einfach mal die Effekte wieder zurück. So, okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Keyframes zu setzen. Was bedeutet das? Ich ziehe mir erstmal dieses Fenster hier so ein bisschen größer, und der Name Keyframe setzt sich schon aus dem Englischen zusammen, quasi Schlüsselbild, ne? Schlüsselframe in dem Fall. Denn es ist eine Schlüsselfunktion für einen Clip, der quasi Bewegung einleitet und damit sich selbst und andere Clips wiederum beeinflusst. Also wir merken schon am Namen irgendwie, es scheint was doch Wichtiges zu sein. Und damit haben wir wirklich extrem viele Möglichkeiten. Was wir jetzt einfach mal ausprobieren ist, dass wir ganz an den Anfang von so einem Clip gehen, der aktuell markiert ist. Dann sehen wir für diesen Clip die Effekteinstellungen, und wir haben ja beim letzten Mal gemerkt oder gelernt, dass wir quasi mit dieser Zahl hier per Drag and Drop gedrückter linker Maustaste die Y-Achse verschieben können, also den Clip hoch und runter verschieben können. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier diese Stoppuhr zu klicken, und damit aktivieren wir unseren Keyframe. Ich drücke jetzt mal die Stoppuhr, sie ist jetzt so blau am Leuchten, und wenn ich hier über diese Timeline so ein bisschen näher reinzoome, sehen wir, hier neben ist jetzt so eine kleine Raute-Taste, die sehen wir noch nicht so deutlich, hier ist die aber auch nochmal, damit können wir einzelne Keyframes setzen. Wir haben jetzt ganz hier vorne, wo aktuell unser Pin ist, einen Keyframe und können jetzt sagen, wo dieses Bild starten soll. Wir haben jetzt einfach mal hier unser Bild. Ich gehe jetzt mal in der Timeline so ein bisschen weiter hier oben. Automatisch bewegt sich auch hier unten dann dieser Pin mit. Also es spielt keine Rolle, ob du diesen Pin bewegst oder den hier oben. Der hier oben ist eben nur für diesen einen Clip. Und der hier unten eben für die gesamte Timeline. Und ich bewege den jetzt einfach mal so ein bisschen nach vorne. Und jetzt kann ich irgendwas verändern. Zum Beispiel meine vertikale Achse, meine Y-Achse, komplett nach unten schieben, dass der Clip weg ist. Und wenn ich jetzt die linke Maustaste damit loslasse, hat sich hier automatisch nochmal so ein Rautezeichen gebildet, also einen weiteren Keyframe. Und wir haben jetzt quasi unserem Clip eine gespeicherte Information für den Anfang dieses Clips gegeben, wo der erste Keyframe hier ist. Die gespeicherte Information war, genau an dieser Stelle soll mein Clip sein. Und die zweite gespeicherte Information hier war, dass wir den Clip komplett nach unten geschoben haben. Und Premiere Pro animiert quasi jetzt dazwischen einfach eine konstante, gleichmäßige Bewegung. Das Ganze sieht so aus. Also ohne, dass ich was mache, wird dieser Clip, ich spiele nochmal mit der Leertaste ab, wird dieser Clip nach unten geschoben in einer konstanten, gleichen Geschwindigkeit. Ich kann auch sagen, ich setze diesen Keyframe weiter nach vorne, dann wird das Bild noch schneller nach unten gezogen. Zack, weg ist es. Ich kann auch sagen, ich setze diesen Keyframe per Drag and Drop ganz ans Ende. Dann ist er am Ende von diesem Clip, und während der gesamten Laufzeit des Clips wird quasi dieses Bild jetzt nach unten gezogen. Es geht also sehr viel langsamer. Wir schieben das alles mal so ein bisschen nach rechts. Wir haben auch noch die Möglichkeit, diesen Clip zu verlängern. Und achte mal darauf, was jetzt hier oben entsteht. Wenn ich den Clip hier länger ziehe, dann verändert sich auch automatisch diese Timeline, denn diese Timeline zeigt immer die gesamte Cliplänge gerade in meinem Schnittfenster. Und ich kann auch sagen, diesen Keyframe setze ich jetzt ganz ans Ende von dem Clip. Und wenn ich das jetzt abspiele, dann sinkt er eben ganz langsam runter, weil die gespeicherte Information am Ende des Clips hier ist, dass dieses Bild komplett unten sein muss. Weg ist es. So. Und wir können auch Keyframes zwischenspeichern, also hier zieht es gerade nach unten, jetzt kann ich sagen, genau an diesem Punkt will ich eine gespeicherte Information, dass die X-Achse verschoben sein soll. Also ein bisschen nach rechts, ich ziehe das Ganze ein bisschen weiter, sag jetzt will ich es weiter nach links geschoben haben, ziehe es weiter, sag jetzt will ich nochmal die Y-Achse hoch, und ganz am Ende hatten wir die Information unten. Das sieht jetzt wüst am Ende aus, wir haben hier lauter kleine Keyframes gesetzt, wir können die auch per Drag and Drop alle miteinander markieren und über die Entferntaste zum Beispiel löschen. Wir können die einzeln miteinander verschieben. Wenn ich aber jetzt meinen Clip abspiele, passiert das hier.
Also genau diese Bewegung, die ich immer voreingestellt habe, an jedem Keyframe ist irgendwas und jetzt geht er ganz schnell wieder nach unten. Genau. Und so können wir quasi unsere Clips animieren und bewegen. Das sind jetzt erstmal Anwendungsbeispiele, ich lösche die Keyframes mal raus, wo der Clip gar nicht cool aussieht. Also das war ja gerade nichts Schönes, was ich hier fabriziert habe, aber wir können den Keyframe wieder deaktivieren, indem ich dieses blaue Icon drücke und es ist jetzt wieder weiß, kein Keyframe mehr. Wir können für alles Keyframes setzen, auch für Skalieren, für Drehung. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Drehung klicke und ich sage, hier soll noch gar nichts passiert sein an der Stelle und weiter vorne soll sich das Ganze vielleicht um 360 Grad gedreht haben, dann verändert sich erstmal an dem Clip augenscheinlich gar nichts. Hier steht nur Drehung einmal, aber wenn ich das Ganze jetzt abspiele, dreht sich das einmal um 360 Grad. Also nochmal von vorne. Zack, von Keyframe zu Keyframe die Drehung. Ich mache die enger zusammen. Was passiert? Ich drehe mich ganz schnell. Zack. Ich kann auch sagen, die Drehung soll 5 betragen. Jetzt dreht sich quasi, oder ich lösche mal die Keyframes hier raus. Hier soll die Drehung 5 betragen. Ah, was ich jetzt gemacht habe, ist 5 Grad auszuwählen. Ich ziehe das mal höher. 1, 2, 3, 4. Und ich kann hier neben auch einfach jetzt an der 4 quasi die wegmachen und eine 5 auswählen. So. Jetzt dreht sich das Ganze 5-mal von dem einen Keyframe zu dem anderen Keyframe. Wir sehen hier, sieht jetzt ein bisschen wüst aus, ne? Macht wenig Sinn, außer als Überblendung das irgendwie zu verwenden. Das Gleiche können wir auch mit unserer Deckkraft machen. Wir können sagen, Keyframe aktivieren, Deckkraft hat 100%. Ich gehe ein bisschen weiter nach hinten, sage, Deckkraft soll an der Stelle 0% haben. Und so können wir unseren Clip quasi ausfaden. Ich spiele es ab und der Clip wird langsam dunkler. Ich kann den Keyframe verschieben. Dann wird der Clip nur ganz langsam dunkler. Oder ich ziehe sie ganz nah zusammen und der Clip wird super schnell dunkel. Das ist auch wieder ein Thema, experimentiere dich hier aus. Probier das so ein bisschen aus. Wir können auch unsere Geschwindigkeit Keyframe, also überall, wo du diese Stoppuhr siehst, können wir Keyframes anbinden. Wir können ja sogar neue Effekte auf unseren Clip anwenden, zum Beispiel hier in unserer Farbpalette und sagen, ich will jetzt die Glanzlichter in dem Clip hochziehen, dann öffnen sich hier die Lumetri-Farben. Und ich kann auch diese aufklappen und selbst meine Belichtung etc. hat Keyframes. Also ich kann auch sagen, hier ist die Belichtung normal bei 0, aktiviere den Keyframe, gehe weiter nach vorne und hier soll die Belichtung bei 2 liegen, also sehr viel heller sein und der Mittelteil wird jetzt gekeyframed, also das Bild wird jetzt immer heller. Das macht zum Beispiel dann Sinn, wenn du mit der Zeit bei einem Kameraschwenk gegen die Sonne filmst oder mit der Sonne und der Clip, das habe ich häufig bei Gesichtern, eine Person bewegt sich draußen und auf einmal kommt sie aus dem Schatten ins Licht und die Gesichtshälfte ist komplett weiß durch die Überbelichtung. Und dann kann ich so diese Überbelichtung ein bisschen keyframe, dass ich während das Gesicht weißer wird, nehme ich so ein bisschen die Glanzlichter raus, um es quasi wieder abdunkeln zu lassen, dass dieser Kontrast nicht ganz so stark wirkt. Dafür bieten sich solche Animationen an. Wo ich ganz häufig Keyframes verwende, ist, wenn ich vom Stativ filme. Zum Beispiel haben wir hier einen Clip in 4K. Den können wir auf 50 skalieren, auf die Hälfte. Und der ist immer noch scharf. Und wir nehmen mal an, ich habe das Ganze vielleicht aus der Hand gefilmt. Dieser Clip ist schon cool, wir können ihn aber noch spektakulärer darstellen und können zum Beispiel sagen, wir beginnen den Clip und er soll noch eine Bewegung mit dazu bekommen. Ich wähle die Keyframes bei Skalieren aus, aktiviere das Ganze, springe zum Ende meines Clips mit der Pfeiltaste nach unten zum Beispiel und sage, an der Stelle soll der Clip ich kann auch noch meine Position auswählen und Keyframe die gleichzeitig, sag also zum Beispiel, ich möchte ihn hier mittig darstellen, den Herrn, ganz am Ende. Jetzt gehen wir wieder zurück am Anfang, du siehst, hier sind jetzt 2 Keyframes sogar schon. Ich gehe wieder zurück am Anfang und brauche hier natürlich eine Position, dass mein Bild komplett sichtbar ist. So, genau. Und wenn ich das Ganze jetzt abspiele, mal schauen, ob es überhaupt funktioniert, aber zumindest zoomen wir jetzt schon mal rein auf die Person. Wir haben also eine zusätzliche Bewegung, obwohl ich mich mit der Kamera nicht bewegt habe. Du siehst, es ist, als würde ich ranzoomen, als würde ich mit der Kamera näher auf die Person zukommen, weil wir einen Zoom animiert haben, weil wir einen Zoom gekeyframed haben. Und was ich häufig mache, ist zum Beispiel, wenn ich Interviews aufnehme und die werden in 1080p ausgespielt, dass ich sie in 4K aufnehme und im Nachgang, weil es nur vom Stativ gefilmt wurde, dass ich dann eine Bewegung zusätzlich animiere. Ich lösche nochmal die Keyframes. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel auch sagen, so, genau, rauslöschen. Ich kann zum Beispiel auch sagen, ich will von vornherein die 100% haben. Und
will am Anfang nur die Position keyframe, dass meine Person hier immer so ein bisschen mittig dargestellt ist. Oder ich sage zum Beispiel, ich will hier links starten, spiel den Clip mal ab. Bis hierhin. Und ziehe das Ganze jetzt weiter nach rechts. So, jetzt habe ich quasi nur eine horizontale Bewegung. Also würde ich mich irgendwie mit der Kamera oder über eine Kamerafahrt horizontal bewegen. Sieht nicht ganz so cinematisch aus wie eine Kamerafahrt. Man merkt es schon. Finde ich, wenn man so mit der Skalierung oder mit der Position arbeitet. Aber wir haben zumindest ein Movement. Wir haben eine Bewegung und das lässt Clips schon mal viel dynamischer wirken. Wenn ich das abspiele, habe ich noch eine zusätzliche Kamerabewegung. Nicht nur der Mann bewegt sich, sondern auch quasi jetzt meine Kamera, was wir eben gekeyframed haben. Also mit solchen Zooms etc. arbeite ich dann doch schon häufiger. Oder mit der Geschwindigkeit, indem wir quasi Speedramps bauen. Das ist erstmal so ein ganz schöner Einstieg, wo du dich einfach mal ausprobieren kannst mit dem Thema Keyframing. Ganz interessant wird sowas natürlich noch, wenn wir hier so ein Bild haben. Und das ist einfach nur ein Foto, sehr hochauflösend. Das hat viele Pixel. Also ich kann hier ziemlich weit rauszoomen und es trotzdem noch darstellen. Ne? Und um so ein Foto jetzt im Kontext von uns, von Videos zu zeigen, gehe ich an den Anfang von einem Foto, sage jetzt hier skalieren beispielsweise, gehe mit der Pfeiltaste nach unten zum Ende des Fotos und skaliere das Ganze nach unten, so weit, dass keine schwarzen Balken aufkommen, so ungefähr. Und habe jetzt hier einen Keyframe am Anfang und am Ende. Und wenn ich jetzt das Video abspiele, das Video, was eigentlich ein Foto ist, ist es so, als würde ich quasi jetzt mit der Kamera rauszoomen. Das Foto ist nicht ganz so vorteilhaft dafür, denn normalerweise würde sich das Meer irgendwie bewegen oder die Palmen würden wehen. Aber gerade dann, wenn wir zum Beispiel ein Foto von einem stehenden, parkenden Auto haben, wo im Hintergrund sich nichts bewegt, könnte man meinen, das könnte jetzt auch ein Video sein, ne? Denn da bewegt sich ja was. Auf die gleiche Weise können wir auch wieder die Position skalieren, indem ich zum Beispiel sage, ich nehme hier eine Skalierung von 60%, gehe an den Anfang vom Clip und sage, ah, die Skalierung wollen wir rausnehmen, sage, ich will nur die Position verändern und gehe auf der X-Achse ganz nach links, gehe ans Ende vom Video, auf der X-Achse ganz nach rechts und was wir jetzt haben, ist quasi einfach so ein Movement von dem Foto, von links nach rechts. Das sind die Standardwerte von Keyframes. Und wir könnten jetzt hier sogar noch einen Zoom einbauen und sagen, während es von links nach rechts swipet, soll auch eine Skalierung, ne, Keyframe aktivieren. Und hier am Ende, sage ich, soll der Wert 80 betragen. Jetzt geht die Kamera von links nach rechts und wir zoomen zusätzlich noch rein. Und so können echt coole Effekte entstehen, sowohl für Videos als auch für Bilder mit Drehung, mit Farben, mit allem drum und dran. Wie gesagt, probiere dich hier in der Timeline aus und nutze so ein bisschen die Keyframes, um zu merken, wie dieses Animieren funktioniert. Und später werden wir das Ganze noch lernen, dass du wirklich coole Dinge damit auf die Beine stellen kannst.